will ich das nicht. Also, ich meine, ich will das schon, nur nicht so. Also, irgendwie anders. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich das will. Weißt du was? Das ist wahrscheinlich total verwirrend. Ich erzähl dir gleich, was ich meine. Das ist ja echt schon eine Weile her. Darf ich eigentlich noch frohes Neues sagen? Ach, weißt du was? Ich mach das. Ist ja gerade so noch in diesem Monat. Ja, du hast eine Weile nichts von mir gehört und das hat unterschiedliche Gründe. Da erzähle ich dir gleich ein bisschen was zu. Erstmal ein kurzes Update, wie das gerade so mit der Suche nach den Projekten läuft. Ich hatte ja vor 3 Videos dich mal gebeten, dich bei mir zu melden, wenn du irgendein Videoprojekt hast. Und ich weiß nicht, ob genau du es bist, aber zumindest es haben sich Menschen bei mir gemeldet. Und ich bin gerade dabei, ein paar Gespräche zu führen, mir ein paar Gedanken zu machen. Und das ist einfach irgendwie großartig. Also auf der Seite geht es wirklich voran. Ich werde eine Hochzeit machen. Ich werde vermutlich ein Musikvideo machen. Eventuell einen schönen Imagefilm für eine Distillerie. Also da ist einiges tatsächlich schon bei mir gelandet und da freue ich mich schon riesig drauf. Das meiste beginnt allerdings tatsächlich erst, wenn das Wetter draußen ein bisschen besser ist, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ja, aber YouTube, da habe ich dich jetzt ganz schön lange auf dieses Video warten lassen und das tut mir auch ehrlich leid. Aber wie sagt man so schön? Wenn irgendwo ein Mensch Pläne für die Zukunft macht, dann fällt im Hintergrund das Schicksal lachend vom Stuhl. Und so in etwa ist es gerade auch bei mir. Zum einen fordert mich jetzt zu Jahresbeginn meinen Hauptjob enorm, sodass ich abends echt kaputt bin und mich gerade ebenso noch aufraffen kann, mich um die Projekte zu kümmern, ein bisschen Kontakte zu knüpfen und mir ein bisschen Gedanken zu machen, was ich noch alles lernen muss, um diese Projekte dann nachher auch umzusetzen. Und meine Wochenenden, muss ich ganz ehrlich sagen, die nutze ich aktuell sehr gerne, etwas anders, als ich das früher getan habe, so dass ich da auch keine Zeit habe, mich wirklich intensiv um den YouTube-Kanal zu kümmern. Aber das alles sollte ja eigentlich normalerweise kein Problem sein, wenn du so richtig weißt, was du eigentlich machen willst. Und das, was ich in der letzten Zeit auf dem Kanal hier gemacht habe, hat mir Spaß gemacht, das vorzubereiten. Es hat mir Spaß gemacht, diese Videos zu produzieren. Aber wenn ich sie mir dann hinterher angucke, dann frage ich mich, warum solltest du dir die eigentlich angucken? Denn ich habe noch gar nicht so viele Erfahrungen gemacht, dass es sich irgendwie lohnen würde, die mit dir zu teilen. Die nächsten Sachen, die ich mir jetzt so anschauen möchte, ist so ein bisschen die rechtliche Seite. Und ich bin irgendwie noch auf der Suche nach einem Brand, worunter ich das Ganze so ein bisschen ja, vermarkten kann, wenn du so willst. Aber das fließt noch nicht so richtig. Und Tutorials, es liegt mir einfach nicht. Also das Ganze sauber vorzubereiten, immer wieder sich die Sachen anzuschauen und, ganz ehrlich, ich habe weder die neueste Technik, über die ich berichten kann, noch bin ich schon ein richtiger Profi in irgendwas. Das heißt, das bleibt alles irgendwie dann so ein bisschen, ja nicht im luftleeren Raum, aber das hängt so in der Luft. Und dann bin ich damit auch nicht zufrieden. Das heißt, ich habe also meine Nische hier auf YouTube noch nicht so ganz gefunden. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt aber auch die Frage, was ist denn YouTube eigentlich für mich? Bin ich schon so weit, dass ich das dann wirklich nutzen möchte als Art Werbeplattform, wo Leute mich finden können, wo Leute begeistert sich meine Arbeit anschauen können? Ich habe da ja auch noch nichts, was ich zeigen kann. YouTube ist so ein bisschen ja Mittel zum Zweck, ja? Ich produziere Videos, ich lerne immer mehr, was Beleuchtung angeht, was Nachbearbeitung angeht. Und dafür macht das natürlich unfassbar viel Spaß. Aber wenn da nichts bei rauskommt, was dich interessiert, ist das ja so ein bisschen nicht ganz fair dir gegenüber. Und ich möchte auch dieses Hin- und Herspringen zwischen den Themen von früher vermeiden. Deswegen jetzt lieber einmal auf die Bremse treten, einmal kurz überlegen, was kann für dich als Zuschauer interessant sein und was bringt mich auch weiter in meinem Bestreben, mit Videografie zumindest ein bisschen Geld zu verdienen. Dafür werde ich mir jetzt also etwas Zeit nehmen und hoffe dann, mit etwas zurückzukommen, was diesen Weg, den ich jetzt begonnen hatte, vom Stil her ein Stück weit weiter verfolgt, aber für dich zumindest interessanter ist und mir vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. In einem der früheren Videos hatte ich dir ja erzählt, was gutes Storytelling ist. Da ist eine Situation, da ist ein Konflikt und da ist eine Lösung.
Tja, und jetzt sitze ich hier und schildere dir die Situation, hab dir von meinem Konflikt erzählt, kann dir aber noch überhaupt nichts über eine Lösung erzählen, außer, dass ich hier weitermachen werde, dass das Thema weiterhin sein wird, ich möchte mit Videografie Geld verdienen und dass es keine Tutorials sein werden. So viel weiß ich schon. Für den Rest der Lösung, tja, bleibt dir vermutlich nichts anderes über, als hier immer mal wieder reinzuschauen. Abonnier doch einfach den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wenn du mir Gefällt mir dalassen würdest, fände ich das großartig. Und bis wir uns hier wiedersehen, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns.